Das wird im Sommer auch richtig knackig. Das sieht so geil aus von hier. Ja? Jo, die Polizei ist hier. Moin und willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Ich befinde mich gerade hier mitten in den Serpentinen in der Schweiz. Wir sind, also Tim und Lorena und ich, sind gerade aus Italien zurückgekommen in die Schweiz und hoch auf den Berg rauf. Denn hier oben soll es ein altes Sanatorium geben, eine alte Klinik oder so. Wir wollen hier oben drauf schlafen heute Nacht. Aber wir müssen uns ein bisschen dran halten, weil die Sonne ist gerade hinter den Bergen verschwunden. Ich hoffe, ich kann auch ein bisschen was von den Bergen euch zeigen, jetzt noch. Ansonsten kriegt ihr das morgen früh. Und kann man machen? Da oben stehen die Leute, ne? Im Garten. Ja? Also ich finde die Location an sich Hammer, weil jeder Zentimeter einfach wirklich vollgetaggt ist. Normal sind Graffiti sowas von scheiße. In diesem Fall Hammer. Und das ist wieder wie bei Dead Island mit den Palmen. Das Problem ist, dass da oben halt Stimmen sind. Also da sind ein paar Leute. Müssen halt leise sein. Ich will euch wenigstens nochmal den Ausblick zeigen von hier vorne. Der ist schon ziemlich cool. Denn wir sind hier nämlich direkt an einem riesen See in den Bergen. Ihr könnt schon sehen, hinten auf den Bergen, auf den Gipfeln ist sogar noch Schnee. Also es ja, ist schon ordentlich vom Ausblick her. Und das ist das alte Sanatorium. Komplett zugetaggt, ne? Das ist mega bunt. Aber irgendwie hat es auch was. Wir sind hier kurz noch vor den Alpen. Die fangen nämlich langsam hier an. Da müssen wir morgen halt auch durch. Wir wollen nämlich morgen nach Hause fahren. Das wird noch ein ordentlicher Ritt. Meine Bremsen sind jetzt schon komplett gefickt. Ich habe halt selten auf dem LP halt Palmen. Ne? Das macht irgendwie was aus. Das ist halt irgendwie geil, wenn du so schöne Palmen hast. Da weißt du halt, okay, du bist auf jeden Fall nicht in Deutschland. Mega. Aber ihr seht schon, das ist halt alles komplett bunt. Also hier ist Einrichtung ist hier nicht mehr drin. Aber irgendwie hat es auch was, wenn alles so schön bunt ist. Problem ist auch, wenn wir oben drauf liegen, sind wir natürlich sichtbar von den ganzen Häusern da oben. Da sind noch ein paar Ferienwohnungen und da sind halt auch Leute. Das macht sogar vielleicht mehr Sinn. Ach, das ruft mich an. Mann. Chris? Ja? Wir haben die Erlaubnis. Bin mal oben zu den Leuten hingegangen und hab gesagt, was wir vorhaben und die meinten, können wir machen. Ja, sehr geil. Also quasi, ich würde vorschlagen, auf diesem runden Vordach, da habe ich Lorena schon gezeigt, wo man da drauf kann. Da kann man eigentlich, glaube ich, am besten pennen. Da sind keine Scherben. Dann machen wir das so. Alles klar, die sind vielleicht ein bisschen lauter, haben sie gesagt. Aber gucken, ob man das stört das Video nicht. Ja, wir sind auch lauter. Ja, die meinten, wir sollen leise sein. Okay. Alles klar, ich komme gleich, ne? Jo. Ciao, ciao. Hey, mega. Gut. Ist halt immer besser zu fragen. Auf jeden Fall. Hier sind ja auch noch Wohnungen drin, ne? Ja, das ist halt direkt am Hang, ne? Also da hast du halt wieder diese Hangsituation. Also wenn das... Ist ja alles hier am Hang gebaut. Ich glaube, ich möchte, solange Licht noch da ist, noch einmal oben durchgehen und dann die Sachen vom Auto holen. Oder wie willst du es machen? Wollt du Taschen abholen kurz? Ja? Jo, die Polizei ist hier. Nein, Spaß. Ich muss nochmal nerven. Sag mal, könntest du, da muss ich meine fette Kamera nicht mitnehmen, ein paar Szenen, wenn es dunkel ist, für mich mitfilmen? Ja, klar. Okay, easy. Bis gleich. Ich glaube, ich hatte noch nie einen LP mit so einem geilen Ausblick, außer die Satellitenstation, die war auch geil. Aber sonst... Da sind so oft Leute, die haben prinzipiell nichts dagegen. Weil nur wenn Schüsse fallen, dann ist es was anderes. Wenn Schüsse fallen? Ja, ja. Ich habe gesagt, nee, heute habe ich die Kalaschnikow nicht mehr. Wie komme ich denn hier hoch? Hier rüber oder was? Genau, hier auf die kleine Leiter, sage ich einfach mal, auf das Geländer. Okay. Hier, ich habe ein kleines Set hingelegt zum Abend. War cool. Ja. Das ist cool aus auf jeden Fall. Klettern kann ich. Das hier wird unser Schlafplatz für heute. Wir werden uns das wohl hinpacken. Es soll heute nicht regnen, hoffentlich. Ich sage, Tiefstemperatur heute Nacht minus 5. Was? Was? Sag Chris. Ja, ich hab den Vierer dabei. Minus 5 Grad. Na, welchen hast du denn jetzt dabei? Den Sechser. Ach, du hast doch den Sechser. Ja. Aber den hat jetzt Lorena sonst bekommen, wenn es kalt war. Ich hab dann halt die Vierer genommen. Ich hab den Vierer und den Truppen. Ja, gut, ihr macht das. Ja. Ich hab meine Decke dann noch.
Ich finde meine Taschenlampe nicht mehr. Wollt eigentlich nochmal. Warst du mal hier drin in dem Gebäude? Ja, ist halt leer, ne? Ja. Ich habe halt auch geguckt, ob wir da aufs Dach können. Ja. Ist aber leider nicht möglich. Also ich habe keinen Aufgang gefunden. Aber ich finde es hier eigentlich ziemlich geil. Ich glaube, ich gehe morgen früh mal rein. Ganz entspannt. Ich gehe nochmal mit dann. Ja. Wir waren übrigens davor, da unten in der Stadt, ein Eis essen. Wie teuer war das? 7,50 Euro das Eis, ne? Drei Kugeln, 7,50 Euro. War auf jeden Fall das teuerste Eis, was ich jemals gegessen habe. Ja, es war gut, aber es war arschteuer. Ich bin heute auch mega unauffällig unterwegs. Tyski-Decke plus gelbe Isomatte. Die Kombi ist auf jeden Fall... Ja gut, aber ihr seid auch nicht besser, ja? Ihr habt auch beide rote Isomatten. Ja, aber die sind unauffälliger als diese Tyski-Decke. Hallo? Und die gelbe Isomatte. Ich fühle das einfach, okay? Jetzt da oben auf dem Berg, ne? Das ist ja gar nicht mehr... Echt, da hat doch jemand Feuer an, oder? Da oben links, oh. Du das? Ja. Gonda ruft nach Hilfe. Und Rohan wird antworten. Das sieht so geil aus von hier. Unten so übelst klein die Stat am Leuchten und Tim krabbelt hier oben lang. Ich habe zum Glück an die Beine gedacht. Da kann ich mich einfach ransippen und danach die lange Hose, weil es wird langsam echt frisch. Aber wir haben halt auch echt ein paar Meter wieder gemacht im Norden. Ne? Also es ist vor allem höher hier. Erstens das, und wir haben halt auch keine Wolken am Himmel. Es wird richtig frisch heute Nacht. Ich hatte gerade schon mal einen Donut und ein Y-Food, das geht erstmal noch auf Tactical Food Pack und das war hier Spicy Noodle Soup. Weil das braucht jetzt ewig hier, deswegen ist so eine Dose schon ein bisschen besser. Mach du mal auf deinem Campingkocher da. Der ist top, geht ganz schnell. Jetzt war Gourmet-Küche, ey. Ich bin voll autark unterwegs, ja. Prepper Lifestyle. Mhm. Brauchst halt auch immer wieder eine neue Gaskartusche, ne? Den hat man ja auch immer im Rucksack. Wirklich sehr minimalistisch. Doch, lachst du. Meiner wiegt nicht, guten Essen. Ist kleiner. Braucht länger. Ja, da steigt die Vorfreude auch ein bisschen mehr. Hier, die Dachpappe schmilzt schon wieder. Das ist das, was so stimmt. Tja, Tim, sowas habe ich halt nicht bei meinem, ne? Da brennt die nichts an. Ach, Klugscheißer. Ist auch schon gut am Brodeln hier. Willst du noch einen Tee haben oder so? Oh, ich habe jetzt leider keinen hier. Fichten gibt's ja auch nicht. Wenn, dann könnte ich mir so einen Palmennadeltee machen. Ja, Palmen drüben hier die Suppe. Wie viele Sterne von 10? Wie viele Sterne? Ja, man darf die Ansprüche, weil es aus der Dose ist, jetzt nicht ganz so hoch setzen. Ja, jetzt hier für so für den Spot und ein bisschen was essen. Von 5 Sternen? Von 10. Von 10 Sternen? Hauen wir mal eine solide 8 von 10 aus. Ja. Ja, es ist Dosenessen, aber weil es halt einfach jetzt gerade mundet. Was ist denn so ein Steak für dich? Ja, wir haben ja gerade gesagt, von dem bisschen schäbigeren ausgegangen. Aber. Und deswegen. Aber sonst natürlich, ja, kann man nicht vergleichen mit einer guten Bolognese, aber sonst für die Verhältnisse jetzt hier mega 8 von 10. Top. Ja, das ist übel geil. Das ist wie Milchreisgefühl. Ja, irgendwie so Spicy Noodle Soup. Hast du die nicht letztens schon mal gegessen? Ja, ich habe so die. Da rein da. Und mundet. Mega. Ja, und hier schlafen wir, da die Aussicht. Und hier direkt dieses Gebäude und das wird Chris euch sicherlich morgen auch nochmal zeigen. Tim hat gerade ein kleines Problem und zwar haben wir bei ihm in der Matte ein kleines Loch gefunden. Ich habe ja ein Flickset dabei, aber der Kleber ist halt einfach leer. Naja. Hat er schon mal wie in Kroatien genutzt und sobald da einmal Luft reinkommt, trocknet er natürlich aus. Ich habe mir schon so einen Fetzen vorbereitet, so einen Fetzen und wollte den drauf machen, Kleber leer. Aber gut, was willst du machen? Ich habe ja noch die Z-Light drunter, von daher, ja, mäßig. Kurz vor 9, wir gehen jetzt ins Bett, weil es einfach mittlerweile echt kalt hier oben geworden ist. Wir kriegen ja heute Nacht irgendwie Minustemperaturen, deswegen ab in den Schlafsack und dann melde ich mich vielleicht später nochmal, aber denke, wir schlafen durch. Außer Tim. Tim schläft nicht durch. Tim geht krachen heute Nacht. Der hat nämlich eine kaputte Isomatte. Das ist auch ein ungewohntes Bild, dass ich der Erste bin, der steht. Ja, ja, es war schon frisch. Also gefroren habe ich nicht, aber wir waren schon auch ein bisschen frisch ab und zu, wenn dann so ein bisschen Wind reinkam. Aber die wichtigste Frage ist eigentlich, lebst du noch, Tim? Ich habe super geschlafen. Pass mal an die Matte. Das ist halt komplett platt, ne? Ist top. Ich musste alle 10 Minuten einmal die Seite wechseln, weil meine Schulter fast abgefallen ist. Mein Rücken ist komplett broke.
Und ich habe ja nur den Defense 4 und meine Decke da drin, die ist immer verrutscht. Wir hatten minus 5 Grad heute Nacht. Ja, war dementsprechend ruppig die Nacht, will ich einfach mal sagen. Ja. Und Lorena, wie ging es dir? Eigentlich ganz gut. Ich habe nicht gefroren, aber irgendwie war es doch nicht so ganz so warm. Ich habe mich dann einfach nicht mehr bewegt. Ich habe einfach gelegen und ausgeharrt. Das ist die Technik. Einfach hinnehmen, so wie es ist. Bitte, ich packe jetzt schon mal zusammen, bringe schon mal ein paar Sachen zum Auto und dann gehen wir nochmal hier durchs LP durch. Wird nicht mehr viel drinstehen, aber einfach nur mal so, damit wir es halt gesehen haben. Aber erstmal pinkeln. Da ist Christian, packt schon so ein bisschen zusammen. Meine Decke ist komplett gefroren unten, komplett voller Eis. Eieiei. Das ist aber so kalt, oder? Bevor wir jetzt hier reingehen in den Klotz, nochmal eine kleine Stärkung, kleines Frühstück. In dem Fall Y-Food Smooth Vanilla ist eine vollwertige Trinkmahlzeit, 26 Vitamine und Mineralstoffe, wenn es schnell gehen muss und wenn man nicht viel Platz dabei hat irgendwie und das passt immer rein, auch in eine Hosentasche zur Not. In der Beschreibung ist der Link dazu und mit dem Code RELODEC10 spart ihr 10% aufs Standardsortiment bei Y-Food. Unter anderem auch aufs Taster-Paket, da gibt es alle möglichen Sorten, unter anderem auch mittlerweile 6 vegane Sorten. Ja, für die Leute, die vegan sich ernähren wollen, damit Prost. Film mal lieber dich mit deinem 5 Rucksäcken. Ich habe gerade irgendwo meinen Finger aufgehauen, keine Ahnung, wo das jetzt passiert ist, aber... Auf jeden Fall gab es hier mal einen Aufzug mit Glasverkleidung. Hier vorne war der Eingang. Auch ein großer Aufzug, wie es aussieht. Ja. Das hat hier schon jemand frei gemacht. Oh, geil. Ja, sieht richtig schön aus. Dann ist der ganze Boden wahrscheinlich davon voll, ne? Ja, hier vorne steht auch noch, im Omne ist Caritas. Ich kann leider kein Latein. Das ist echt eine coole Lage und früher waren natürlich die ganzen Bäume ja auch nicht da. Da konntest du halt runter gucken ins Tal. Jetzt ist ja alles voll gewachsen. Könnte auch gerade ein bisschen hier von, hat ein bisschen was von Los Angeles, finde ich. Ja, Beverly Hills oben in den Bergen. Oh, ich geh mal schnell nach oben. Gucken wir uns mal ganz kurz oben den Ausblick an. Und wir gehen mal raus auf den Balkon. Weil ihr seht schon, hier drin ist einfach alles tot. Hier ist nichts mehr. Aber worum es mir eigentlich ging, war der Ausblick. Und der ist natürlich Porno. Alter. Geil. Hier sind noch die ganzen alten Markisen hier oben. Komplett zerfleddert, die konntest du halt natürlich hier vorne so rausziehen. Dass du im Sommer auch gut geschützt bist hier, weil das wird im Sommer auch richtig knackig. Schon geil. Und da unten auf dem Vordach hatten wir gestern gepennt. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wir gehen jetzt wieder zurück zum Auto und fahren dann langsam mal wieder in die alte Heimat. Und liegen immer noch so 800, 900 Kilometer vor mir zumindest, weil ich muss ja nochmal erst zu Tim und dann von da aus nochmal nach Berlin. Also 1000 Kilometer fahre ich auf jeden Fall noch mit dem Volvo. Danke fürs Einschalten. Guckt gerne mal bei Tim und Lorena vorbei. Beide unten verlinkt in der Beschreibung. Und wir sehen uns im nächsten Lost Place Video. Bis dann, haut da rein. Ciao.